Ah, mach sie platt, mach sie platt. Ist doch schon tot, ist doch schon. Oh nee, okay. Ja, okay, tut mir leid. Hallo. Ich war so ein. Guten Tag. Hallo, werte Zuseher und Zuseherinnen oder umgekehrt. Willkommen zurück zum Rabenhorst. Und so langsam kriegen wir die Situation unter Kontrolle, habe ich so das Gefühl. Wir haben schon einen Eingang. Ja, der Eingang steht. Was wollte ich? Also, okay, wo die hast du die Treppe weggeschlagen? Ach, hier. Ah. Ja, die sind da, ja, die sind hier. Wie geil ist das denn? Ist ja voll der Rundgang. Mhm. Das ist echt gut gemacht. Ja, wir müssen halt hier unten eine fette Tür reinsetzen. Aber ich gehe erstmal nach oben und stelle die Forge auf. Ja, hier muss auf jeden Fall. Genau, die Forge aufstellen. Mhm. Das ist eine gute Idee. Da komme ich nochmal hoch. Bist du da? Ja. Ey, dieses so. Beschissene Feuer, ne? Renn doch nicht mehr ins Feuer rein. Bist du da immer? Du brennst, glaube ich. Ja, bei mir schon nicht mehr. Le Forge. Aber Forge würde ich vielleicht mit ein bisschen Abstand, oder? So. Hier vielleicht davor. Lass uns doch die Forges hier so hinstellen. Da müssen wir so weit rennen immer. Okay, wir haben aber viele Tische, die kommen wieder, ne? Ja, komm, ich pack die einfach jetzt hier in die Ecke. Ja. Ja, zack. Genau, ja. Perfekt. Noch ein bisschen Eisen reinschmeißen. Zwei Eisen. Wow. Ich habe immerhin 6 Eisen. Ja. Dann haben wir schon mal ein bisschen was im Feuer. Oh nein, 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 nein. Gut. So, wir haben 13 Raw Red Meat. So, die Quest, das ist schon mal fertig. Ich habe sie wieder reingeschmissen. Was brauchen wir noch? Bone Shift. Stimmt. Stimmt, die können wir nehmen. Was ist das denn für eine. Naja, egal. Ich mache uns mal 2 Bone Shifts. Dann werde ich auch ein bisschen Brass schon mal einschmelzen. Brass. Was erzähle ich denn? Clay habe ich schon mal reingeworfen, das meinte ich. Gather Raw White Meat. Animal ich habe Angst vor dem Feuer. Animal Hide, das ist super. Ja, ich auch, das ist. Können wir das nicht irgendwie vielleicht in die Wand einbauen, dass man nur von vorne rankommt, weißt du? Sollten wir tun, ja. Das ist nämlich ziemlich ätzend, die Scheiße da. Raw White Meat. White Meat haben wir noch nicht. Scheiße. Achso, warte mal, genau, nehme ich aus Fleisch in die Hand. Dann habe ich Animal Hide, Animal Hide und Fett. So, hier ist nichts drin. Nee, hier oben in der Kiste, warte, ich räume mal eben kurz noch ein bisschen Stuff da rein. Achso, ich habe 4 Chips. Ich nehme mal die leeren Gläser mit. Ja. Oben kannst du ran. Hast du nur leere Gläser in der Tasche, dann hole ich mir aber eben Wasser. Aber oben ist doch gar nichts drin. Ah, du bist im oberen Teil vom Kühlschrank, davon redest ja. du. Ja. Okay, dann kann ich das nämlich wieder rausnehmen. Was braucht man noch? Raw White Meat haben wir noch nicht. Bone Sheaf, craft a Bone Sheaf, ne? Das ist Ich hab hier. Licht. Muss einfach nur aufsammeln. Ich hab doch Knochen dabei. Ach, du musst ihn sowieso craften. Okay, ja, dann. Ja, nee, dann lass ihn liegen, weil ich brauch den nicht. Raw White Meat können wir nicht. Gather Animal Fat habe ich auch noch nicht. Kriegen wir dann, wenn wir den auseinandernehmen? Ne, ist im unteren Kühlschrank, glaube ich. Nein. Irgendwo war da Animal Fat. Ah, da. Haben wir auch erledigt. Dann White Meat, Animal Hide brauchen wir noch. Ja. Ja, komm, dann müssen wir jetzt jagen gehen, oder? Oder sollen wir erstmal Holz holen? Wie viel haben wir denn? 14 Uhr. Ich würde sagen, wir können ja in den Wald und dann sehen wir ja, ob da. Ja, das ist eine gute Idee. Viecher sind. Aber hast du leere Gläser in der Tasche? Eins. Dann gib mir schon erstmal hin. Danke, dann hole ich mal eben Wasser. Oh, eine Tür muss da unten auch rein. Ja. Da ist schon wieder ein Zombie drin, das ist der Hammer. Das zieht die irgendwie also an, die, ne? Die Spawn-Mechanismen hier sind echt komisch. Das war früher nicht so. Da hast du einen weggemacht. Du hast gesagt, du willst es hart haben. Und dann habe ich auch das eingestellt. Aber das haben die ja vom Spiel aus geändert, weißt du? Hör mal auf. Zotteln. Bleib mal stehen. Blutet zwar ins Wasser, aber da schmeckt das Wasser aus. Hat so eine gewisse Note. Das schmeckt wie so ein natürliches Mineralwasser. Gidifui Bar. Kann ich denn. Wo kann ich denn. Ich habe keine Pfeile mehr, na super. Bottled Water herstellen. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Dort Craft. Naja, Pfeile kann ich dir gleich ein paar geben. Also 14 Wasser. Ich warte mal, bis ein, zwei da sind. Damit wir ein bisschen was zu trinken haben. Na, lass uns mal in den Wald gehen, dann kriegen wir Pfeile. Pfeile, Federn. Ja, ich habe 106 Federn, also ich kann dir gleich ein paar geben. Ich habe auch schon Steinköpfe gemacht. Und ich gebe dir die Crossbow Balls. Ach, du hast ja keinen Crossbow. Sorry, ich mach das nicht absichtlich. Nee, alles gut. Dass ich in der Wunde rumpopel. Die kann man scrappen. So, dann wieder Durst. Trink, mein Kind, trink.
Die Autos müssen wir. Wir brauchen irgendwie einen Ranch, dass wir die Autos hier wegkriegen. Mhm. Das ist alles nur gefährlich. Oh, Airdrop. Ja, der ist gekommen, da warst du auf AFK. Da sollte man mal hinlaufen. Ja, lass uns den mal holen. Was ist denn der? Ach, der liegt direkt auf der Straße, ist ja gut. Was? Ach, du bist das. Ich dachte, da rennt mir ein Zombie hinterher. Ja, ich bin's. Zombie-Minyard. Zombie-Minyard. Arrow. Ammo. 58 Pfeile kommen. Alles klar, dann können wir auch die besseren Pfeilspitzen machen. Dann machst du auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Damage. Ja, ich mach jetzt erstmal die Steine. Das ist halt... Also hoffentlich finden wir irgendwo Tiere. Sehr schön. Warum auf der Straße laufen? Ja, wollte ich gerade sagen. Da sind wir nämlich schneller als jeder Zombie. Können wir die Autos looten? Warte mal, wie geht in die Straße? Ja, das passt. I'm walking. Ba-da-da. Mal ein bisschen gucken wegen Viechern. Und da fehlt nicht so viel Ausdauer auf der Straße. Mhm. Das ist auch gut. Hinter dir kommt ein Zombie. Aber du hast noch ein bisschen Zeit. Ja. So, das Heisenberg-Mobil mal durchgucken. Da rechts ist wieder so ein Ding hier. Guck mal. Komm mit, ich zeig dir mal was. Ja, ich sehe es. Warte, ich guck mal eben den Bus durch. Was ist denn das? Was das hinten auf dem Ding ist, das ist ein, also gestern hatten wir das, das war ein Karree aus Steinen gemauert und innen drin sind ganz viele Nester. Okay. Achso, so ein Hühnerstall vielleicht oder so, ne? Ja, so, ja, aber sehr primitiv, also nur so ein Karree, ja, wirst gleich sehen. Ah, jetzt ist Mais drin. Ups. Warte mal kurz. Geht doch. Ja, sind aber auch drei Nester drin. Cool. Und Strohballen für unten, sehr gut. Witzig. Da ist bestimmt noch was unter der Erde. Zum Bunkereingang oder so. Vielleicht. Genau, geheim. Möglich ist alles hier in der Mod. Absolut. Also. School Bus. Atomreaktor. Es gibt noch mal. Der eine, also Oma hatte vor. Ne, gestern, als er solo gestreamt hat, hat er Mother of All Bombs das Rezept gefunden. Ja, also das Ding ist. Ich hab's noch mal getestet. Für einen Raketenwerfer, das ist halt so eine Rakete für einen Raketenwerfer. Leck mich an die Socken. Also auch das Ding, also so ein Teil zu craften, brauchst du so viel Materialien für. Aber die macht einen Damage. Das ist. Also ich weiß gar nicht, wie man das im normalen Spiel, wenn du damit deine Base verteidigen willst, dann knallst du deine eigene Base weg. Ja, ist vielleicht eher so zum. Zombies kiten und dann... Ja. Weißt du, was total geil wäre im Airdrop? Oh, nee. Komm, lass uns zum Airdrop gehen. Minibike-Buch. Focus. Focus, genau. Ich liebe diesen Sea-Zombie-Zicken. Ehrlich, das ist... Ja. Das ist der Hammer. So, was ist denn mit Tieren? Die Straße führt uns direkt zum Airdrop. Ja, das auf der Straße werden wahrscheinlich nicht so viele. Na, gibt's auch. Ich liebe diese Weitsicht. Das ist echt mit eins der besten Neuerungen, die Funpimps reingebracht haben. Aber... Aha. Aber das ist ein fieses Ding. Vielleicht zwischen uns herkiten? Ja. Komm her, Schatzi. Ja, man sollte auch treffen, ne? Na, ich treffe nicht. Pass auf, Zombie. Da liegt die Sau. Oh Mann, Jungs und Mädels. Zack. Hast du ein Messer? Hast du das noch? Ja, ich hab die Machete hier. Oh, wie klein ist die denn? Wenn du die drei hast, sagst du Bescheid, ne? Ja. Eins von drei bisher. Lass uns erstmal Richtung Airdrop, dann vielleicht finden wir da noch ein paar Tiere. Da ist er schon. Ah ja, mitten auf der Straße. Sehr praktisch. Und? Ammunition, ein Rezept und ein Beaker. Okay. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Nee. So, nu? Ich töte jetzt. Ein bisschen. Fuck you. Nein.
Nein. Ich habe ihn angeschossen. Es sind aber auch wieder viele Zombies unterwegs. Ja. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendeine Seuche ausgebrochen ist. Ich meine, das ist ja nicht normal. Können wir mal links und rechts der Straße laufen. Vielleicht finden wir dann Tiere. Ja, ja. Aber du müsstest dich bewegen, weil hinten sind 5 Stück gerade. Ja. Ich habe 7 Health. Aber bin schon am Heilen. Oh, was ist das denn da hinten? Militärlager? Da hinten, ich sehe gerade. Ja, ja. Lass mal, da sind noch Lampen. Das ist ein bisschen was Größeres. Wir sollten da nicht hingehen. Meinst du nicht? Das ist ein Militär. Ja. Aber, okay. Gott, diese allein Minen habe ich jetzt schon wieder gar keinen Bock. Ja, ich guck mal. Ich sehe hier keine. Wie, keine Minen? Militärlager ohne Minen? Oder die haben sie vergraben. Ja, doch, da liegen welche. Ich halte den Rücken frei. Ja, das sind Soldaten drin, da sollten wir nicht rein, weil das ist Zeitverschwendung. Too much ist. Ja. Ich brauche erstmal hier mehr Health. Lass mal zurück und gucken mal, ob wir irgendwo hier Viecher finden im Wald. Da reicht ja auch ein Hase, ne? Ja, ja. Die Viecher, also das rote Fleisch kriegst du natürlich nur vom Hirsch. Ich ja, rotes Hirsche Fleisch töten. Haben wir schon. Wir brauchen weißes Fleisch. Ja, nee, ich muss aber einen Hirsch töten wegen. Ach so, wegen der Quest. Ja, ja. 2 Stück brauche ich. Ich brauche nur noch 2 Tiere. Ich hab weißes Fleisch. Ach, guck mal, kann ich dir gleich mal hinschmeißen. Hab ich gar nicht gesehen. Mhm. Haben wir das auch durch? Ja, ich muss noch 2 Tiere killen und dann. Also alle Hirsche gehören dir. Nee, das ist mir zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. Oh, der schlägt aufs Auto. Das ist aber, das ist noch richtig gefährlich. Das ist ziemlich dumm von ihm. Ja, nee, dumm von mir, wenn ich da am Looten bin und der prügelt auf das Auto ein. Ja, das ist... Oh, er weiß nicht. Negan Parts. Ich hab richtig dodged. Hast du was zu trinken? Ja. Ich stehe am Taxi. Können wir vielleicht in der Stadt nochmal gucken, ob wir noch irgendwie was zu essen finden, oder? Ja, klar. Oh, das. Oh, oh. Fuck! Wie ist denn das passiert? Hat ein Zombie gegen gekloppt. Du Scheißviech. Also die Masse an Zombies, die haben sie ja echt erhöht. Ja, das ist ja brutal. Wahnsinnig. Aber gibt dem ganzen Spiel halt ein geiles Flair von... Ja. Ich muss töten. Ich sperre dich. Ist der klein oder groß bei dir? Mittel. Der krabbelt bei mir nicht am Boden, ist ganz klein. Nee, ganz klein nicht. Ach, ich hab keinen Bock mehr mit dem Shit-Speer. So. Noch 12 Leben nur noch wieder. So, alle Bandagen, habe ich noch eine Pille? Natürlich nicht. Muss ich mir die Bandage weghauen. Ich habe eine Machete gefunden. Cool. Welches Level? Oh, das ist ein Weeder, ein Handweeder, das weiß ich. Nicht groß. 11. Okay, ach, ich habe in einem Auto irgendwas vergessen. Egal. Da ist ein Hase, rechte Hand. Hier, ja, ich lauf drauf zu. Da ist er. Hatje. Warte, Hatje. Hoffentlich langt meine Ausdauer. Bitte lass meine Ausdauer nicht. Lang. Musst du die mit dem Knüppel töten? Nö, egal wie. Oh, ich glaube, der ist schneller als ich, oder? Der ist aber super speedy Gonzales-Hase. Das ist ein Zombie-Hase. So schnell flitzt keiner irgendwo. Bitte, Hase! Okay, Bogen. Okay, lass mal. Ich skinne ihn. Ich habe ein Skinner-Messer hier dabei. Okay, habe ich. Ich hätte direkt mit dem Pfeil arbeiten sollen. Eieieiei. Ja, guck mal, du kommst hier hin und die stehen sofort wieder auf. Die spawnen hier direkt wieder. Also, da haben die Spawn-Mechanik echt durcheinander gemacht. Die du bist ja uns. Nur am Wegkloppen. Du hast ja keine Chance immer zu machen. Du bist ja nur Zombies am Weghauen. Wenn du runterkommst. Muss eben Taschen leer machen. Ich habe maximal Hunger und maximal Durst. Ja, aber mir geht's noch. Ich habe hier was noch 20% knapp. Guck mal, das ist doch nicht wahr. Warum zur Hölle spawnen die hier immer wieder? Das ist echt
ziemlich scheiße und nervig, muss ich sagen. Also kommst du überhaupt nicht vorwärts. Naja. Nicht vorwärts kommst du da. Lass uns den noch wegmachen hier. Warte. Es ist nicht möglich. 3 Meter Reichweite oder was? Du rennst zu nah rein. Ich sehe das mal von außen. Also vielleicht das sieht ist es so nicht sichtbar. Die Sau. So. Du hattest jetzt... Hattest du Wasser mitgenommen? Ja, ein bisschen, aber oben ist ganz viel. Okay. Wo ist es denn? Da. Durst und Hunger. Ja, im obersten Kühlschrank ist Wasser. Oh, Drink. Aber ich werde mal die 6 Stück rausnehmen und mit Golden Rod zumindest die Hälfte einkochen. Mhm. Weil das ist ja, hydriert ja mehr, ne? Ja, sollte passen. Soll ich Boiled Egg machen? Hier ist verschwendetes Wasser, das macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Cool Gloves, -6. Ach komm, weg mit dem Dreck. Ich scrap alle Klamotten. Ich habe Chainsaw Parts gefunden. Hast du noch Animal Hide zufällig 2 Stück? 7. Kannst du mir droppen? Dann habe ich das nämlich voll, dann kann ich dir droppen. Ah, ja. Du bist ja mit 7 voll. Wo bist du? Ach, jetzt rennt er weg. Entschuldigung, ich habe sie nicht gesehen. Und ein paar Lederstreifen. Okay, jetzt brauche ich nur noch Ride Meat 1. Dann habe ich die Quest bis auf die 2 Kills fertig. Warte, droppe ich dir? Wo habe ich es denn da? Hast du sonst auch alles fertig bis auf die Kills? Ja, 2 Kills brauche ich noch. Okay. Dann werde ich hier auch Leder herstellen. Brauchen wir fürs Bellow, ne? Ja. So, Chips essen. Ja, ich habe auch Hunger ohne Ende. Kann Human Tart essen. Dafür probieren kann man es ja mal. Ja, in der Not. Ne? Hunde fressen das ja auch. Wo hatten wir denn Munition? Das war in der linken Kiste. Dann haben wir noch eine Munitionskiste. Ich habe Munition. Ah, perfekt. Schmeiß ich mal ein paar Teile da rein. Ich hau jetzt mal die Chips rein. So, 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 so. Ah, kann ich mal durchladen, das Baby. Haben wir denn keinen Grill? Können wir nicht mal einen Grill rausschmelzen? Ich guck mal. Oder müssen wir das jetzt wieder lernen? In der Advanced Forge. Okay, Advanced Forge, was kostet uns das? Advanced Forge. Ein Bellow, Steine, 200, okay. 2 Bellows gleich. Boah, ich muss Level 5 werden. Aber wir können sie direkt herstellen. Mhm. Nee, müssen wir lernen. Okay, warte mal, ich guck mal Advanced Forge. Ich brauch unbedingt Pillen, ich kann sonst nicht runtergehen und kämpfen. 10 Punkte bei Construction Tools 20. Fuck you. Hast du Pillen noch in der Tasche? Nein. Hier ist noch eine drin, ich nehme die mal. Ich bin echt durch. Zur Not hätte ich noch ein First Aid Kit gehabt. Ja, okay. Nein, nein, nein. Weil dann ziehe ich mir im Alkohol rein, gehe runter, töte ohne Ende und gucke, dass ich Level 5 werde. Ich meine jetzt Shared Meat aus dem roten Fleisch, ne? Ja, ich gebe dir mal hier 53 Schwedern. Achso, stimmt, ich wollte ja... Dann machen wir mal Pfeilspitzen hier, oder? An der Forge. Können wir versuchen, ja. Gut, Wer weiß, was du dafür lernen musst. Ja. Die stehen schon wieder hier unten. Das ist Hashtag Hunger, würde ich sagen, oder? Ja. Hashtag Hunger und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Rabenhorst. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüssi.